mein Freund Flavio Simonetti hier. Heute ist der breiteste Pastor Deutschlands bei mir im Keller. Er will mir zeigen, wie man Schultern trainiert. Markus, komm mal her, stell dich mal vor. Hallöchen. Das ist Markus. Markus ist ein richtiges Tier, trainiert schon über 15 Jahre. Und Markus zeigt mir heute, wie wir richtig die Schultern zum Explodieren bringen. Stimmt's? Richtig. Die Schultern müssen brennen und dann fangen wir gleich mal an. Müssen natürlich gucken, was er alles hier hat. Ne? Also 25 Schulterdrückmaschinen hat er nicht da, sondern manchmal muss man ein bisschen improvisieren, aber das ist auch kein Problem. Genau. Und man muss nicht immer gucken, möglichst viel Gewicht, sondern auf Wiederholungszahl gehen wir heute ein bisschen auf Pump. Ja, ja. Ne? Und dann gucken wir mal, genau, was geht. Genau, wir haben ja hier Kurz- und Langhanteln. Das heißt, wir machen ein klassisches Heimtraining, kann jeder zu Hause umsetzen, wenn er die ausreichenden Gewichte hat. Stimmt's, Markus? So sieht's aus. Bam! Okay. So, Markus, geben wir gleich Vollgas oder wie schaut's aus? Nee, wir werden erstmal unsere Schulter ein bisschen warm machen. Also die Schulter ist sehr anfällig und jeder, der öfter schon mal trainiert hat, wird merken, da zwickt auch mal was in der Schulter und deswegen passen wir hier besonders auf. Ja, lieber ein bisschen mehr warm machen als zu wenig. Bei unserem Workout machen wir eigentlich immer am Anfang was mit Bändern. Normalerweise auch ein bisschen Latzug, einfach um die Rotatorenmanschetten da ein bisschen alles warm zu machen, aufzuwärmen. Und deswegen fangen wir an hier mit den Bändern. Das hat er halt liegen gehabt. Ja, ist eigentlich wurscht, wie es aussieht. Muss nur funktionieren. Das heißt, das Gleiche mache ich übrigens auch beim Bankdrücken oder wenn ich meine Brust trainiere. Ich drücke hier meine Schultern zusammen, auch nach unten und dann einfach mal anziehen, hinten die Schultern zusammen, ja, für die hintere Schulter ein bisschen, einfach alles ein bisschen warm machen, das ist eigentlich relativ locker hier, ja, 10 Stück. Das ist jetzt nicht zum Trainieren oder ich trainiere jetzt auf Pump, sondern es ist einfach nur warm machen, ein bisschen ausschütteln, ja. Jetzt ein bisschen die Flexibilität, weil durchs Training werdet ihr merken, manchmal so, das Duschen ist ja komisch, ich komme ja gar nicht mehr an meinem Rücken dran. Ja, da ist ein bisschen was verkürzt worden, deswegen achten wir auch drauf, oder ich muss echt drauf achten, dass ich mich immer wieder dehne, ne? Was ich leider eigentlich auch vernachlässige. Deswegen das Gleiche nochmal hier ein bisschen weiter, so, ha, schön knackt alles, ja. Dann kann man mit der Zeit immer enger fassen und ein bisschen alles hier ganz locker, das soll auch nicht hartes Dehnen sein, so ganz locker, flockig. Ja, immer. Okay, zeig mal eine Ausführung. So, fangen Schulter Brusthöhe ungefähr an. Ansatz Schlüsselbein hoch, hinten und wieder raus. Okay, alles das klar. Das ist eine Wiederholung. Mhm. Und machen wir einfach jetzt mal 10 Stück. Das sind alles drei, klar. 4, 5. 6. Go, go. So. Ja, genau. Versuche halt bei der Übung auch die Ellbogen schön vorne zu lassen. Setzt du mit? Ja, 4, 5. Naja, war schon ein paar mehr. Ja. Ja, im Zweifelsfalle weniger. Du kannst schon noch ein bisschen höher, ne? Na, knallt's oben. Ja. Sonst gehen wir hier vorne hin. So, war gut? Jo. War erstes Warm-up. Bam. 30 Kilo hört sich nicht viel an, aber ist natürlich trotzdem gutes Gewicht. Eins. Fünf.
9, 10. So, du bist dran, Flavio. Genau, hinten gehe ich bei der Bewegung zum Nacken nicht ganz runter. Einfach, weil ich da ein bisschen auf meine Schulter achten möchte. Aber dafür muss sie vorne ganz runter. Also ein bisschen höher oben. Ja. Genau. So, 5 Kilo. Wir erhöhen das Gewicht. 40 Kilo ist auch nicht viel, aber ist eigentlich ein ganz gutes Gewicht, finde ich, für die Übung. Auf geht's, zeig mal, was du drauf hast. Stabil stehen. Fünf. Sieben. Neun. Sehr gut, 10 Stück. Das war schon ganz ordentlich. So, leg mal los. 40 Kilo. Das ist schon ganz ordentlich. Die 10. war auch echt mies. Was sozusagen, das ist natürlich eigentlich sind 20 Wiederholungen. Wenn man die Hantelscheibe nochmal oder Hantelstange nochmal nach hinten führt zum Nacken. Haut rein, ne? Merkt das Gewicht, das ist schon richtig gut. So. Und? Ordentlich? Haut rein. 40 Kilo. Je nachdem, wie man es halt macht, ne? Boom, boom. Also Markus, auf geht's. Wir machen jetzt ein etwas höheres Gewicht, sind jetzt bei 55. Markus braucht so eine Motivationsklatsche. Komm. Sehr gut. So, 10 wird hart, 5 vielleicht, aber das sind ja mal 2. Also ja, wir machen das heißt, genau, doppelte Wiederholung pro Wiederholung. Hat irgendjemand das verstanden? Nö, aber ist auch egal. Boah, Hauptsache du machst Haltung. Mindestens 5. Eins. Zwei. Drei. 4, 5, 6, Markus will's wissen, komm! 6, 3 Viertel, sehr gut. Ja, schwer. Flavio, 6, 3 Viertel. Auf geht's, bin ja ein bisschen kleiner. Musst du natürlich mehr machen. 2, jetzt kommt die dritte. 4, ja. 5, 6, Beast Mode. Come on, come on! Ja. 6, 3 Viertel. So, ordentlich.